Hallo und danke fürs Einschalten zu einer weiteren Folge von Farel Friedrichs Feld muss weichen. Wir sind mittlerweile in der 47. Woche und ich muss zugeben, viel zu sehen gibt es nicht, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass die Serie weitergeht. Deswegen hier eine weitere Folge dazu. Kommen wir als erstes wie immer zur Hauptwache. Beide Tore sind offen und das Einzige, was auffällt, ist, dass links von den Toren Müllsäcke liegen. Die seht ihr gleich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese illegal dorthin gelegt wurden. Auf jeden Fall gehören die Säcke zum Landkreis. Obwohl es eine Ausschreibung gab für das Gelände zum Abriss von 9 Gebäuden, ist nichts zu sehen von irgendwelchen Abrissarbeiten, weder hier an der Hauptwache noch in dem südlichen Bereich, wo wir jetzt hingehen. Dort ist ebenfalls alles beim Alten. Es wird nach wie vor geschreddert, aber auch hier stehen noch alle Häuser, alle Bunker. Also nichts deutet in irgendeiner Form darauf hin, obwohl ja der Beginn der Abrissarbeiten am 1.4. sein sollte. Und wir sind jetzt schon fast am Ende vom April. Im südlichen Bereich sind nach wie vor auch die blauen Silos. Daneben sind mittlerweile weiße Säcke. Ich weiß nicht, was dort drin ist, aber die waren sonst nicht da. Das war es dann schon wieder aus Friedrichsfeld. Wie gesagt, es gab nicht viel zu sehen. Mir ging es darum, dass ihr wisst, dass ich weiter am Ball bin oder am Ball bleibe. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Über einen Daumen in nördliche Richtung würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis dann, danke und tschüss.